Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Gestern habe ich Ihnen ja angekündigt, dass es zwei theologische Gedanken gibt zu dieser besonderen Stelle, die mir eine besonders wertvolle Stelle aus dem Buch Exodus ist. Das eine, das haben wir gestern gehört, das besteht eben darin, dass schon im Exodus die Vorstellung, dass Gott, also in dem Fall das Bild des Kalbes, aus dem Menschen herauskommt, also eine Projektion ist und deswegen auch Religionskritik möglich ist mit dem Argument, das kommt doch nur aus dir heraus. Es kommt doch gar nicht dir von außen als das ganz andere entgegen. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch noch diesen zweiten erstaunlichen Satz, die Tafeln, die Mose gleich zerbrechen wird, hatte Gott selbst gemacht und die Schrift, die auf den Tafeln eingegraben war, war Gottes Schrift. Also die hat Gott sozusagen eigenhändig reingeritzt in die Tafeln. Sie erinnern sich vielleicht, dass in der Namensoffenbarung Exodus 3 am brennenden Dornbusch Gott nur seinen Namen geoffenbart hat und nichts Schriftliches. Auch bei Jesus übrigens gibt es keine Stelle, an der Jesus selbst etwas aufschreibt oder sein Jünger sagt, er schreibt euch das bitte genau auf und zwar wortwörtlich, das ist es. Weder die Namensoffenbarung am Dornbusch noch im Christentum die Begegnung mit Jesus sind geprägt von dem Wunsch, im Schriftlichen eine Sicherung oder eine Fixierung zu finden. Aber hier kommt deutlich zum Ausdruck, dass es diesen Wunsch nach der Fixierung auf das Schriftliche hin gibt. Ob das Zerbrechen dieser Schriftlichen dann vielleicht neu die Relativität dieser schriftlichen Fixierung zeigt, werden wir noch sehen können. Aber hier ist jedenfalls der Punkt erreicht, wo das, was Gott sagt, eben auch schriftlich von Gott eigenhändig drinsteht, also aufgeschrieben ist. Das entspricht einem tiefen alten Wunsch. Ich kenne ihn sehr stark auch gerade in der Begegnung, bei allem Respekt sei dies gesagt, mit den Muslimen. Da ist ja das Buch, der von Gott wortwörtlich dem Propheten in der heiligen Nacht al-Qadr offenbarte Text, der unmittelbar, nachdem er ihm diktiert worden ist, genau ins Herz eingebrannt worden ist, der Khadisha bzw. dem Sekretär, dann dem Abu Bakr, dann diktiert wird, damit daraus dann der heilige Text des Korans entsteht. So, und dann habe ich dann tatsächlich schriftlich das, was Gott sagt, dastehen. Die Gefahr dieses Denkens ist, dass es dann leicht abkippt in den Schriftfundamentalismus. Das haben wir auch im Christentum, diese Tradition. Wenn es in der Schrift steht, da steht es, Punkt. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, zu variieren, zu verstehen, Kontexte einzubauen und die mündliche Tradition, die nicht schriftliche Tradition, genauso ernst zu nehmen wie die schriftliche Tradition. Daraus ergibt sich das Grundproblem, mit dem alle Religionen, die auch heilige Schriften haben, immer stehen. Nämlich, welche Bedeutung, welchen Status hat die heilige Schrift für meine Begegnung mit Gott? Gibt es, anders könnte ich auch sagen, eine Begegnung mit Gott oder Gottes Willen außerhalb der Schrift, die es mir auch ermöglicht, mit der Schrift und dem, was in der Schrift steht, ins Gespräch zu kommen? Oder ist die Autorität der Schrift diejenige Autorität, die alle anderen Dimensionen der Begegnung mit Gott schlägt, im Fall der Fälle, weil es die größte Autorität hat? Im Katholischen haben wir diese Versuchung meines Erachtens auch. Im Protestantischen war es das Sola Scriptura-Prinzip. Nur das, was in der Schrift steht, ist gültig, alles andere wird abgeschafft, sage ich ja immer ein bisschen platt, und im Katholischen sind es dann die heiligen Texte des Lehramtes. Da steht es. Aber das funktioniert ja auch nicht, zumal es ja genügend Texte gibt, die im Laufe der Geschichte ja selbst vom Lehramt verändert worden sind. Zum Beispiel die Ablehnung der Religionsfreiheit, die es noch bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben hat, mit höchster Autorität. Und dann wurde das eben abgeräumt. Also aufgrund von Erfahrungen, die man im nicht schriftlichen Bereich durch Begegnung mit Menschen, mit anderen Kulturen und so gemacht hat.
Wir stoßen also hier an eine Stelle, wo dieser Wunsch nach der Sicherung der Gegenwart Gottes durch den Buchstaben schon auch irgendwie heimlich mit drin steckt in der Art und Weise, wie über die Offenbarung des Wortes Gottes gesprochen wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.